Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Island. Wir dürfen Rätsel lösen. Yay! Wie kommen wir? Ob das jetzt noch so ein großes Rätsel ist, nicht, aber. Wie kommen wir bloß auf die andere Seite? Oh mein Gott. Ich gehe mal mit, falls da Zombies kommen. Ich gehe. Einer Weg geh auch mal mit, falls da. Was die da abstürzen. Zombies kommt, bitte dich. Zombies waren da. Ah ne, ich glaube, wir hätten da drüber springen sollen. Deswegen ist die Leiter auch da. Ich sehe mir den Puppes von dem OP an. Nein, nicht runterfallen. Ich bin schon drüben. Aber da gab's was zu holen. Jetzt kann ich gleich bei Euka bleiben. Doch, bei Euka bleiben. Wieso? Warum? Ja, weil die machen das jetzt runter. Ja, stimmt, ja, dumm. Zack, ja. Hurra. Nett. Ein ganz krasses Rätsel. Oha, wie geht denn das denn? Und ein Kontrollpunkt aber. Es wird ja so langsam. So, und jetzt hätte ich gerne noch ein paar Gegner. Warum? Ich muss mein Blut zum Zirkulieren bringen. Gib mir was zu töten. Ah, Filmsequenz! Geil. Das schockt dich. Ja. Mach dich voll fertig. Guck mal, wie er den Boden abtastet. Voll mit Fallen bestückt das Ganze. Oder kann einfach nur nicht mehr nochmal laufen. You see any mummies? Ist alt. Ist der stärkste Krieger. No! What the hell? Very bad spirits. Stay away. Eine lebende Frau. Wie du ähnlich. Stop it! Boah. Ups. Oh, Medu. Ich hab die gerettet, weil ich entdecke warum? Meine... Ich entdecke meine neue Sexualität. Seine Zwillingsschwester. Genau. I don't see any bite marks. If she didn't eat those stiffs, then she's probably fine. And what if she ain't fine? Maybe you should ask her, huh? Hey, Shorty, you have some zombie for lunch? She's saying something. I heard. Ja. Everyone heard too. They believe if they'd eat. They would live forever. We have to take her with us. First, we need to find them down. Oder Unterhose, PC. Die Mumien gefunden. Mit der Tarngedanke gekommen. Oh Mann. So tiefgründig, ey. Schön. PC, ey, du bist Lyre, du bist. Echt, besitzt echt eine hohe Sprachkunst. Reicht doch. Ach, hier ist nicht die Jerema da. Wir müssen jemanden eskortieren, das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Ja, wir haben das ganze Spiel ja so nicht so oft gemacht, deswegen kommt alles auf einmal. Die haben es vergessen, war ich mittendrin. Ja. Ja gut, Medu, sie sei verziehen, dass wir den Typen umgebracht hast. Ich stell mir vor, jetzt müssen wir zwei Leute eskortieren. Ja. Warte, ja. Die würden in zwei verschiedene Richtungen. Ja, und? Sollen wir die töten? There's more of them here than you think. Die läuft schon wieder vorne. Ist echt so geil, so, ja, wir schleichen uns drum und rennen einfach mal in die nächsten Zombies rein. Natürlich! Schön. Oh, ich möchte meine Axt wieder haben. Hilfe. Ach, wieso? Wieso schlag ich wieder? Mann. Ich finde euch ja so geil. Oh mein Gott, ich will den töten. Ich will auch auf HP. Und da kommen alle. Hilfe! Ladida. Oh. Ein bisschen Action, ne? Endlich. Das hatten wir schon lange nicht mehr.
da war zu einer drin, versteckt in dem Gebüsch. Kommt klar? Da kommen immer welche raus aus dem Gebüsch. Ja. Siehst du das? Ja. Ach so, hier ist ein Versteck drin. Ach so. Guck mal. Der hat so eine scheiß Axt in seinem, seinem Kopf drin stecken. Auch schön aus. Hier geht die Waffe aus. Ah, da kann man tatsächlich. Aber die spawnen hier irgendwo. Einfach mit drin oder was? Weiß ich nicht. Aber ich kann nichts aufheben. Nee, ich auch nicht. Dann ist das so deren Pawn-Dings. Komm, wir gehen. Ich geh mal zu der Dame nochmal. Bevor die uns nachher drauf geht. Ah, die wartet wenigstens. Schweres da kommt Handball. Gleich wieder was. Guck mal, wir sind so langsam, wir rechts. Können direkt die Abkürzungen nehmen. Geil. Nice. So. Dotzi, ich verteidige dich! Weg von ihr! Nein, nicht dich. Ich mach dich nicht mehr. Vibe, renn doch nicht vor. Wo ist sie? Vor dir. Ach, ich dachte, das wär Medu. Ah, ah, hallo. Weil ich schwarz bin. Der Scheiß. Oh, ich glaube, Mali. Mali ist tot. Den zerlegt's gleich. Wir kommen! Mach mal. Los. Ist er jetzt gebissen worden oder nicht? Au, da laufe ich nicht runter. Das war auch meine Sache. Vor allen Dingen lustig, dass alle wirklich genau da reinrennen. Ja, natürlich. Gibt's noch einen Gast? Bob, ich komme! Bobby! Bobby, ihr könnt mich mal... Ich will Bobby retten. Toll, jetzt wartet sie einfach. Hallo, Bobby! Hä? Ark. Hab ihn erwischt. Lebst du noch, Fische? Ja, ja. Bin nur umgeworfen worden. Oh, Wasserleiche. Oh, jetzt lebe ich nicht mehr. Also wenn jemand in der Nähe ist, wäre ich sehr dankbar. Warte. Ich kann dich nicht wieder behalten. Naja, obwohl du mich nicht mehr magst, ne? Ja, hab ich auch nicht wiederbelebt. Ich hab dich wiederbelebt. Nein. Wieso mache ich immer die Raserei, wenn alles schon weg ist? Ich hab Nein, ich hab Videobeweise. Ja, hast du nochmal eine gute Ah, der Bob rennt jetzt weg! Wo rennt er jetzt hin? Wo rennt er jetzt hin? Wie? Achso, ja, nochmal eine. Guck dir das an. Die ist sogar noch besser. Können wir dem hinterhergehen? Oder was machen wir? Müssen. Nee. Nein. Aber der, kommt jemand mit? Läuft, ich glaube, der läuft zurück zum Schiff, glaube ich. Ach so. Ja, und jetzt kommt erstmal die Frau, die wir begleiten müssen. Ja. Ah, scheiße, meine Waffe ist durch. Ich bin Arzt, lass mich durch, ey. Meine Waffe ist Arzt, ich lass. Kommt die Kleine? Ah ja, perfekt. Die da? Yay! Jo. Ja, die. Ah, okay. Falls eine Werkbank zieht, Bescheid sagen, bitte. Da hinten ist eine Werkbank, irgendwo. Ja, irgendwo. Ich glaube, auf dem Boot ist eine. Auf dem Boot ist eine. Ja, glaube ich, ja. Weil meine Waffen gehen gerade echt zugrunde. Ja. Noch die Machete. So. Und ich glaube, ich habe knapp 100.000. Bitte auf die Seite gehen oder weiter reingehen. Damit wie Medu einfach im Weg steht. Ich bin weg. Bin doch geklettert. Okay, dann, wenn ihr alle upgradet habt oder repariert, geht's ab zurück zum Labor. Okay. Ja. Ups. Oh, das war doch jetzt mal lustig, das Eskortieren. Oh, fand ich das mal nicht so schlimm. Das, ja. Das ging halt ratzfatz hin, ratzfatz zurück. War halt immer ein bisschen Action. Ne? Hm. Oh, jetzt läuft die wieder weg. Aber da ist rechts eine Kiste. Ja, und nein, sie wird wahrscheinlich nicht ins Auto steigen. Geht ja noch weiter, das Eskortieren. Hm. Aber leider nicht Bob. Ah, die kann lesen. Mein Vater gab mir zu einem alten Mann, die old money zu. Irema.
Schön. Super. Der ist schon tot. Ich braucht man ja gar nicht mehr. Doch, der leckt noch irgendwie was. Ja, ja, der. Alter, was ging da ab? Ich komme. Danke. Und das, obwohl ich dich nicht mag. Naja, leck mich doch. Hallo? Gerade nicht, danke. Ich hab schon gegessen. Weil es ein halbes Liebesgeständnis und dann kommt sowas. Was geht, obwohl ich dich nicht mag? Aber ich habe dich gerettet, ich habe dich vom Tod befreit. Ja. Der Tod ist auch nur, ist hier auch, ist in diesem Spiel auch bezahlbar. Wieso? Alter, der will mich doch verarschen, weißt du, ich schlag zu, auf einmal ist der ein Apfel. Was? Ich schlag zu, auf einmal ist ein Apfel, was? Ja, das ist so buggy hier, ja, wirklich. Ja, Ausdauer. Ja, scheiße, Ausdauer. Da sind noch ein paar. Du lebst ja noch. BKDA. Macht zumindest jetzt mal extrem viel Schaden, weil ich hier oder einfach nach irgendwas reinwerf. Jetzt meine Axt hin. Ah, ich hab sie. Jetzt wird wahrscheinlich geboomerangt. Ja, aber wenn ich mal so ein schnelles Durchrushen durch die Map und nicht so Mini-Missionen dahin und zurück und keine Ahnung. Ja, sind ja gleich angekommen. Ah, der OP war ihr Vater. So. Hä? Ich sagte gerade, mein Vater hätte mich umgebracht, wenn ihr ihn nicht hätte mich getötet, wenn ihr ihn nicht umgebracht hättet. Ja, passiert. Redet ein bisschen ab über Versklavung der Frauen und das Ganze. Das ist ja ganze Nonsens. Wo ist sie? Hier wäre eine schwere Brutalo-Machete drin, falls es jemand interessiert. Geht das Auto in der Luft? Nee. Ist in der Luft. Wir müssen hier hoch, glaube ich. Ah, den musst du noch umbringen. Ja, genau, ich habe den Weg freigemacht schon mal. Bis jetzt läuft sie wieder los. Hallo? Ja, beeil dich mal, Frau. Immer diese Frauen, auf die man immer warten muss. Da steht einer in der Ecke. Schön. Bleib bei ihr, dann hört man was an der Story. Der Vater hat die alle gezwungen, von den Gehirnen zu essen. Nämlich wenigstens. Story. Der Twist war mir zu schnell, wie ich von den Leuten, die sich nicht impfen lassen wollten, kein Blut abgeben wollten, dass ich die retten und herbringen, aber okay. Mann, die Kette hier aber gut aus. Die war bestimmt schon mal. Jetzt können wir mit Dr. Med reden. Dr. West. Von der Ostküste. Gleich. Oh, da oben in dem Schrank. Hast du wieder einen Wein wahrscheinlich bekommen? Ja, ja, zwei Marken Champagner. Dann rede ich mal mit ihm. Mhm. If this mummy has been properly preserved, the DNA might still be intact. This might just work, but it will take some time. We may be able to save this island after all. As for the girl, I need to check her blood.
If she's infected, she should stay here. We'll be in touch. Schön. So. Mensch, was gibt's? Nix. 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 Sowas. Eiskalt. Ah, ich glaube, jetzt müssen wir sie davon überzeugen, dass die, dass der Blut abnehmen kann. Ja, dann machen wir das jetzt gleich. Schnucki. Könnte doch auch nee, das ist... mitlaufen, ey. Nö, wir müssen was ganz anderes machen. Nee, okay, macht was auch was ganz anderes? Komm, ja, reden wir mit der Schnucki. Naja, genau, noch einmal schnell reparieren ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wie es aussieht, geht's zurück zum Boot. Da müssen wir jetzt zum Glück nicht. Gut, dann verkaufe ich nochmal geschwind was. Ich glaube, ich muss jetzt echt nichts mehr. Ich habe, glaube ich, jetzt so knapp 100.000 und so viele Waffen, die sich lohnen. Ja, ich guck mal, vielleicht hat er ja was Neues, aber ich glaube ja eher nicht. Teil-Baseball-Schläger hat er. Es ist auch nicht so überzeugend, also. Ja, für mich auch nicht. Obwohl, der ist, glaube ich, ein... Ja. Komm, ich nehme mal mit. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ja, je mehr Geld du ausgibst, desto weniger verlierst du ja beim Tod. Ja. Dann werten wir den noch schnell auf. Das ist. Ja, ich glaube, ich bin nachher wieder arm. Ich das ganze Zeug hier mal. Geht, 30.000. So, kann ich hier irgendwas Bauplan? Fackel will ich nicht, Stacheldraht. Modifizieren geht auch nicht viel mit Heilung. Super. Da kommen wir jetzt auf Schnellreisen. Dann reist mal schnell. Dumm die dumm, dann los. Und auf diese Karte, wenn ihr die Map aufmacht. Dann guck mal links obere Ecke. Da sieht doch auch so aus, ein Haus wäre oder so. Keine Ahnung. Linke obere Ecke. Ja. Ja, da ist so ein Stein. Da ganz, ja. Könnten wir auch noch hin. Dann werden wir jetzt erstmal runter und mit Moan reden und dann in der nächsten Folge gucken wir uns das mit dem Haus mal an. Ja. Morwens Boot, oder? Ja. Dummdi-dumm, Ladebildschirm. Oh, auch kein Ladebildschirm. Nee, ich hab mich so drauf gefreut. Ja, ich auch. Ja. Your friend wasn't lying. I do know the way to the prison. It's fucking dangerous, so I don't like to go. But if you want, take you there. Before we go though, we gotta stop in town and get some necessary things. Mhm. Kapitel 14. Bootszube. Schwieriges Gespräch. Das war schwierig. Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal kurz in die Stadt zurück. Mit ihm oder ihm? Mit ihm, glaube ich. Dann würde ich auch sagen, wir machen hier einen Stopp, gehen dann in der nächsten Folge nochmal hier das wegen dem Haus gucken und fahren dann erst in die Stadt. Dann doch? Okay. Ja. Okay, gut dann. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.